Vor dem chinesischen Neujahrfest tauscht man seine alten Geldscheine gegen brandneue um, damit man neue Geldscheine hat, um sie als Geldgeschenke an die eigenen Kinder oder an andere Personen zu verteilen. Bei einer Straßenumfrage antworteten die meisten Befragten, dass sie nicht sicher sind, wie viel Geld sie wofür ausgeben sollen. Einer taiwanischen Jobbörse zufolge haben die Berufstätigen für die Neujahrsfeiertage im Durchschnitt 32.123 Taiwan-Dollar geplant, etwas mehr als 1.000 Euro. Das sind etwa 2.000 Taiwan-Dollar bzw. 62 Euro weniger als im Vorjahr. Gründe für den gekürzten Etat sind nach den Befragten die gestiegenen Lebenshaltungskosten, keine Aussicht auf eine Gehaltserhöhung, kein Jahresendbonus oder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Kündigung durch die Firma oder eines unbezahlten Urlaubs. Angesichts dessen will man lieber etwas sparsamer mit dem Geld umgehen.